Oh, da ist sogar noch mal eins. Oh, da kommt ein großer. Sanya. Ich glaube aber, Skeletten können wir keine Wunden schlagen. Nee, wäre auch zu schön gewesen. Noch einer. Und noch ein großer. Oh Gott, noch ganz großer, okay. Da kommen immer mehr. Jetzt sind es zwei große. Das finde ich nicht okay. Bei meiner Axt. Ach, wir haben den Health-Balken von ihr. Das ist gut. Sag, ist, steht da Magier? Da steht ein Magier. Lass das mal vor Grimm machen. Ein Zwerg, ein Bock. Ich versuche mein Bestes. Alles klar. Erst muss der Magier weg, bevor der noch böse Sachen zaubert. Folgt mir. Ja. Mein Ding. Bei Angroschbar. Ich hoffe, das waren jetzt aber alle. Ich hoffe, jetzt kommt nicht noch ein Skelettmagier irgendwo her. Hey. Alles klar. Ein Schwert. So, ist das jetzt hoffentlich der letzte. Das sieht danach aus. Mein Atem geht ruhig. Vendala, halt dich mal. Das bin ich. Gladys schiebt noch eine Heilung dazu. Einen Haufen Schrott, den wir dann verkaufen können. Die Tür ist wieder offen. Können wir noch ändern? Den großen können wir noch plündern. Oh, ein Einbeersaft. Wie viele hast du? 11 und du 13. Also kriegst du den. Und hier sind Hähner drin und hier. Na, jetzt ist das Inventar voll. Ein Zwerg, ein Bock.
finde es lustig, wie sich unser Charakter so leicht bewegt, wenn ich was zu vorne rüber verschiebe. So, das ist die letzte Tagebucheintrag. Und was haben wir jetzt hier? Untersuche die Gruft. Zeit, die Gruft mal etwas genau unter die Lupe zu nehmen. Verteidige Nia. Wir haben die Mam gefunden. Sie scheint ganz verstört zu sein. Offensichtlich wird Ulfring in einem anderen Teil der Gruft festgehalten. Aber bevor ich mich um ihn kümmern kann, muss ich erst mit den Untoten fertig werden, die Niam bedrohen. Hab tausend Dank. Ich dachte schon, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Aber bitte, wir müssen Ulfing retten, bevor es zu spät ist. Immer schön mit der Ruhe. Erzähl mir auch einmal genau, was vorgefallen ist. Das ist alles meine Schuld. Ulfing hat vorgeschlagen, Talon zu verlassen, weil sein Vater nie eine Heirat mit mir zugestimmt hätte. Aber ich wollte nicht gehen, bevor wir nicht Mann und Frau geworden sind. Ulfing hatte die Idee, mir einen Ring zu schenken, den er hier gefunden hat. Ein Ring? Was für ein Ring war das? Es war der Ring des Kaufmanns, der hier begraben liegt. Ulfing drehte ihm vom Finger, obwohl ich ihm gesagt habe, er soll das nicht machen. Aber er wollte nicht auf mich hören. Und als der Ring von der Hand runter hatte, stand die Leiche des Kaufmanns auf und schnappte ihn. Ich war so erschrocken, dass ich nur davonlaufen konnte. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Schnell, wo finde ich Ulfing? Ulfing wurde von dieser schrecklichen Monster gefangen. In der Gruft mit dem Eisentor. Ich habe den Schlüssel dafür. Hier, nehmt ihn und bitte beeilt euch. Ich flehe euch. Ja, okay. Gut. Das heißt, wir können jetzt hier rein. Da sehe ich auch schon jemanden. Die Gefahr ist vorbei und das Mädchen gerettet. Niam hat mir einen Schlüssel gegeben, mit dem ich in die Hauptgruft komme. Dort soll sich Ulfing aufhalten. Rette Ulfing. Ich sollte mich beeilen, Ulfing so schnell wie möglich zu finden. Ja, Gruftschlüssel. Lesen wir aber erstmal noch das letzte Tagebuchfragment. Dritter Travia. Der Dumpfschädel hat nun auch mich erwischt. Es fällt mir immer schwerer, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass es mir gelingen wird, Dana mit Hilfe des Rings aus dem Totenreich zurückzuholen. Sein Fassungsvermögen ist seit seiner Erschaffung immens gestiegen. Mit so viel roher Macht sollte ich den Schleier, der die Lebenden von den Toten trennt, mühelos zerreißen können. Da werde ich alles wieder gut machen. Was interessieren mich all meine Diener, mein Wissen um den Geist und die dunklen Mächte, wenn ich mein Dasein ohne Dana fristen muss? Siebter Travia. Auch mit meinem Geschäft geht es langsam bergab. Kein Wunder, ich habe ja keine Zeit, um mich um sie zu kümmern. Ich habe einen Brief an meinen Bruder Dolgon in Tralok zu weilen geschickt. Er soll nach Talon kommen und sich meine Geschäfte kümmern. Wir haben uns in über 20 Kürten läuft nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt, wie er reagieren wird. 14. Travia. Nun habe also auch ich die blaue Keuche. Die Götter wollen mich bestrafen. Ich spüre es tief in meinem Herzen. Doch werde ich ihnen zuvorkommen. Mein Meisterwerk steht kurz vor seiner Vollendung. Seit Wochen sammle ich nur noch astrale Kräfte und speise all diese Macht in meinen Ring. Jetzt wird es nicht mehr lange dauern. Mein Bruder hat tatsächlich geantwortet. Er wird bald hier sein. Ich glaube, bei dem bändigen Leibe zu verbrennen. Das Fieber ist meine Gedanken. Ich kann sie nur noch schwerlich ordnen. Morgen will Dolgon hier eintreffen. Ich werde diese Aufzeichnungen, werde sie in der Gruft verstecken. Dann kann ich auch noch einen Blick auf Dana werfen. Mein Bruder, er wird mich pflegen. Und wenn ich wieder gesund bin, Dana wiederholen. Dann werden wir wieder eine Familie sein. Glücklich bis an unser... So, das können wir öffnen. Skelette. Nekromant. Stör mein Ritual nicht, sterbliches Wesen. Das wird dann wohl der Tagebuchschreiber sein. Ja, lasst sofort den Jungen in Ruhe. Ihr habt Talon schon lange genug Unheil beschert. Bereitet euch auf euer endgültiges Ende vor. Lasst sofort den Jungen in Ruhe.
Warum sollte ich das? Er war es, der meine Ruhe gestört hat. Also wird er nun auch dafür bezahlen. Sein Körper sollte ein angemessener Preis sein. Ich habe euer Tagebuch gelesen. Ich weiß von der Zeit, als ihr nach Talon kamt. Ich weiß von der Sache mit Hesperia. Ich habe von eurem Bruder gelesen. Es geht um den Tod eurer Frau, oder? Ihr wollt immer noch Dana von den Toten zurückholen, oder? Ich verhandle nicht mit Untoten. Ich schicke euch jetzt zurück in die Niederhöhlen, aus denen ihr vorgestiegen seid. Ihr wollt immer noch Dana von den Toten zurückholen, oder? Natürlich, was meint ihr, hat mein Geist ein Jahrhundert lang in dieser Gruft gehalten? Es gibt noch eine andere Möglichkeit für euch, wieder mit Dana vereinigt zu werden. Lasst einfach los im Diesseits. Wollt ihr wirklich den Nachfahren eures Bruders und dessen Geliebte vernichten, nur um wieder mit Dana vereint zu sein? Selbst wenn ihr es schafft, wäre sie doch nur auch eine wandelnde Leiche, wie ihr nun seid. Es schmerzt mich, eure Hoffnung in solch einem dunklen Schicksal zu sehen. Nehmen wir mal die zwei. Dolgon, wir hatten uns eine halbe Ewigkeit nicht gesehen und trotzdem zögerte er nicht mir zu Hilfe zu eilen, als ich im Sterben lag. In meinen letzten Tagen wich er nicht von meiner Seite. Warum musste auch unbedingt sein Nachfahre die Macht des Ringes entfesseln? Warum nicht ein anderer törichter Sterblicher? Habt ihr noch etwas zu sagen, bevor ich den Jungen seiner gerechten Strafe spüren lasse? Ich habe das Tagebuch gelesen. Ich weiß von der Zeit, als ihr nach Talon kamt. Das ist lange her und mittlerweile völlig ohne Belang. Ohne Belang, ihr habt immerhin eine Heimat gefunden. Eins musste euch das viel bedeutet haben. Wärt ihr doch geblieben, wo ihr herkamt. Ihr habt nichts als Unglück über diese Menschen gebracht. Das muss schrecklich für euch gewesen sein. Überall dieses Misstrauen und die Verständnislosigkeit. Nehmen wir mal die Eins. Ihr habt recht, es war einmal von immenser Bedeutung für mich. Aber was ist ihr schon davon? Nahezu mein ganzes Leben war ich auf der Flucht, nur weil ich nach verborgenem Wissen strebte. Überall wurde ich verjagt. Hier konnten meine Frau und ich von neuem anfangen. Das erste Mal in meinem Leben fühlte ich mich an einem Ort willkommen. Habt ihr sonst noch etwas zu sagen? Ich weiß von der Sache mit Hesperia. Die Geweihte, ja, sie hätte mich und meine Frau an die Pajoten ausgeliefert. Wär auf dem Scheiterhaufen gelandet. Ich kann eure Not verstehen. Unter diesen Umständen gab es keine andere Wahl als ihr Tod. Und hat ihr Tod das Unheil abwenden können? Ihr seid doch nichts weiter als ein Mörder. Nehmen wir mal die zwei. Nein, meine Frau starb und ich keine lange Zeit danach. Vielleicht wäre es sogar besser gewesen, wenn Hesperia mich verraten hätte. Ich wäre verurteilt worden, aber meine Frau hätte man nichts vorwerfen können. Und die Götter hätten sie vielleicht verschont. Habt ihr noch etwas zu sagen? Ich habe von eurem Ring gelesen. Wollt ihr nun auch meinen Ring stehlen, wie dieser jämmerliche Wurm hier? Nein, nein, es hat mich nur bestürzt zu sehen, wie ihr im Fieber um den Erfolg eurer Arbeit gekämpft habt. Stehlen, dieser Ring gehört vernichtet. So ein teuflischer Artefakt hätte niemals das Licht der Welt erblicken dürfen. Nein, ich will ihn nicht. Seht nur, was er aus euch gemacht hat. Mein Ring, er hat mich viel gekostet. Vielleicht zu viel. Manches Mal glaube ich, ich hätte wirklich auf Dana hören sollen und weniger Zeit im Labor verbringen sollen. Doch wenn ihr seine verheißungsvolle Wachsen seiner Macht hätte spüren können? Ich weiß nicht, ob ich anders handeln könnte, hätte ich noch einmal die Chance dazu. Habt ihr noch etwas zu sagen, bevor ich den Jungen seiner gerechten Strafe spüren lasse? Es geht um den Tod eurer Frau, oder? Wie könnt ihr es wagen? Beschmutzt das Andenken nicht mit euren Worten. Ich beschmutze ihr Andenken? Ihr habt euch doch nicht um sie gekümmert, dass sie noch lebte. Und jetzt wollt ihr ihre wohlverdiente Ruhe stören? Verzeiht, ihr habt recht. Ich wollte euch nicht kränken. Ihr leidet sicher schrecklich ohne sie. Meint ihr wirklich, eure Frau würde gutheißen, was sie hier tut? Haha, eure Bauigkeit ist wirklich bemerkenswert. Sie war vielleicht keine Magierin, aber auch kein abergläubisches Mädchen, das es mit der Angst zu tun bekommt, sobald es nur einen Knochen erblickt. Im Gegenteil, bei vielen meiner Experimenten ging es mir sogar zur Hand. Habt ihr noch etwas zu sagen? Nein, ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte. Wollt ihr diesem Jungen immer noch das Leben rauben? Versteht ihr denn nicht, dass es dabei um meine Frau geht? Wenn ihr sie nur kennengelernt hättet, ihr würdet es verstehen. Ich habe Dana leider nie kennengelernt. Ebenso wenig wie ihr die am süßen, die Geliebten des Jungen hier. Ist eure Liebe wirklich mehr wert als die Liebe dieser beiden Kinder?
Wenn ihr mit eurem Plan weitermacht, werdet ihr euch und Dana für alle Zeit verdammen. Seid ihr so egoistisch, dass ihr eure Frau der ewigen Verdammnis preisgeben wollt, nur um ein paar Jahre mit ihr zu haben? Nehmen wir mal das Erste. Nein, ihr habt recht, Dana würde das alles nicht wollen. Ich ergebe mich der Gnade der Götter, es wird Zeit für mich zu gehen. Was? Mein Kopf? Wo bin ich? Warum hat der da Stroh im Mund? In der Familienkunft des Alrichs, alles ist überstanden, Ulfik, du bist gerettet. Du bist sicher der junge Alrich, wir sind in der alten Kunft deiner Familie. Komm, ich soll dich zu deinem Vater bringen. Wir sind immer in irgendeiner schimmligen Gruft, nichts zu danken, Junge. Solche Sachen sind ganz alltäglich für mich. Nehmen wir mal die zwei. Mein Vater, aber Niam, wo ist niemand? Was ist mit ihr?